Hi zusammen, ich zeige euch hier mal den Garten mit einem schönen kleinen Swimmingpool. Und da ist das Interessante, da ist ein sogenanntes Solar-Rollo drauf. Und durch dieses wird bei diesem wunderschönen Wetter, das man heute sehen kann, das Wasser ideal aufgeheizt. Und das Ganze funktioniert auch hier mit Fernbedienung. Und wenn wir jetzt hier einmal drauf drücken, dann sollte jetzt das Rollo eigentlich langsam aufgehen. Ja, jetzt setzt es sich in Bewegung. Und dann fährt das Rollo einmal komplett hinten ein. Das dauert einige Sekunden, weil der Motor relativ langsam, aber kräftig läuft. Wiegt natürlich einiges. Hier über einen 10-Meter-Pool ist der lang, dementsprechend bis das Rollo eingefahren ist. Wie ihr hier sehen könnt, mit einer sogenannten römischen Treppe. Das ist natürlich eine richtig geile Sache. Gucken wir uns mal hinten das Rollo genau an. Wir haben uns da beim Bau des Pools extra dafür entschieden, das mit im Becken zu haben. Dann gibt es auch noch Möglichkeiten, dass man das speziell abtrennt oder ähnliches, aber das ist ganz okay. Wenn ihr jetzt gleich seht, wie das Rollo mal komplett aufgerollt ist, hat man dann nämlich auch die Möglichkeit, sich da so ein bisschen drauf zu setzen. Das ist auch nicht irgendwie schädlich oder ähnliches für das Rollo oder diesen Motor, der da drunter läuft. Denn da hat man einfach, durch das Wasser wiegt man natürlich weniger. So, jetzt ist es auch gleich durch. Eine gute Minute wird das schon dauern, aber wie oft macht man es auf und zu am Tag? Von daher ist das gar kein Thema. So, und hier kann man die Rolle jetzt des kompletten, also die Rolle des Rollos quasi komplett sehen unten im Wasser. Ist auch gar nicht irgendwie störend beim Schwimmen, im Gegenteil, wie schon erwähnt, das ist eigentlich ganz cool, weil es ganz gemütlich ist. Es ist so, ich sag mal, 40 cm unterhalb des Wassers und dann kann man sich ganz gemütlich ein bisschen draufsetzen und entspannen und das schöne Wasser genießen. Also es ist wirklich eine geile Sache. Pool im Garten, traumhaft, besser geht's nicht. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, das sieht schon gigantisch aus und macht natürlich dementsprechend richtig Spaß, ja. Um für die Technikbegeisterten nochmal das Rollo zu zeigen, machen wir es jetzt auch noch wieder zu. Ich glaube, hier muss ich ja mal die Batterie wechseln, weil dieses Teil nicht direkt reagiert. Oder auch gar nicht. Ah, jetzt kommt er. Jetzt hat er genug Power gehabt zum Senden. Wie gesagt, da muss man einfach mal die Batterie wechseln. Jo, dann guckt euch das jetzt noch an, wie das Rollo zuläuft über dem Pool. Ich gehe mal hier mit in die Richtung. Filmen wir nochmal oben von der Terrasse aus, damit man hier das nochmal ein bisschen sehen kann. Das ganze Areal. So.